Nun, die Soli, meistens hast du die Exponierten. Ich darf manchmal ein bisschen mitmischen. Kann es auch versauen. Man geht mit bestimmten Erwartungen in die Zusammenarbeit. Als wir beide jung im Orchester waren, eben in dieser Zeit, als wir uns auch noch teilweise aneinander gerieben haben, ich habe erwartet, dass Rainer sich anpassen muss. Ich habe geglaubt, ich weiß, wie dieser Rhythmus geht von einem Hartmann, wo zwei Fagotte viel zu spielen hatten alleine. Und hab mich geärgert, dass er mir nicht folgt und so weiter. Und habe aber den Wunsch gehabt, dass wir zusammenfinden. Und habe dann in meiner Not gedacht, ja, wenn er nicht zu mir kommt, dann muss ich zu ihm kommen. Dann habe ich mit dir gespielt und habe mich nicht wohl dabei gefühlt. Habe gesagt, eigentlich geht es nicht. Und dann kam eine Kollegin danach zu uns und sagte, ihr zwei spielt so super zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich wollte noch sagen, ja, aber doch nur, weil ich nachgegeben habe. Und irgendwann habe ich kapiert, ja, genau darum geht's. Jetzt so als sogenannter alter Hase darf ich doch immer wieder sagen, die viele Male, die ich woanders die Gelegenheit hatte, eingeladen zu werden, um auszuhelfen, woanders mitzuspielen, jedes Mal, wenn ich in das Orchester zurückkam, wusste ich, das ist es. Da weiß ich, wo ich hingehöre und da gibt es kein Wenn und Aber. Das Orchester hat sich unglaublich entwickelt. Die Zeit, die Dirigenten, die wir gehabt haben, haben uns geprägt. Colin Davis hat sich um Präzision bemüht. Marcel hat sie erreicht. Und Jansons kann seine Musikalität auf diesem Polster aufbauen. Das ist phänomenal. Wenn ich heute im Orchester sitze, früher hatte ich das Gefühl, ich trage andere mit. Heute fühle ich mich getragen vom Orchester. Als ich in das Orchester kam 1977, da wurden dann in einer Woche drei Bratschenkonzerte aufgenommen. Dann haben die Fagotte vielleicht mal in einem der Bratschenkonzerte den ersten und letzten Satz zu spielen gehabt. In der Restzeit sind wir in englischen Garten Federball spielen gegangen oder baden und die kommt mal so um vier wieder vorbei. Und dann haben wir dreimal Tut-Tut gemacht, dann sind wir wieder gegangen. Das ist heute alles vorbei. Heute geht es vom ersten Tag an gleich zack, peng und dann soll die Sache eigentlich schon fast perfekt sein. Also ich habe Kubelik nur einmal noch erlebt als Gast und er kam auf das Podium, das Publikum hat in Beifall geklatscht, er hat sich umgedreht zum Orchester, wollte anfangen, es ging nicht. Das Publikum hat nicht aufgehört zu klatschen, es hat ihn so herzlich begrüßt, dann hat er sich wieder umgedreht, hat sich nochmal verbeugt und hat einen zweiten Anlauf durfte er dann anfangen. So ging das schon mal los. Unser nächster Nachfolger als Chefdirigent Colin Davis, das war ein für mich ein bisschen englischer Aristokrat, der leider vielleicht mit zu demokratischen Grundgedanken versucht hat, das Orchester
auf einen Weg zu bringen. Aber da merkte man schon, dass es dann losging. Die einen wollen dahin, die anderen wollten sich das rausholen und er konnte nie irgendwie mal eine Entscheidung treffen. Er hat immer gesagt, wenn es nicht zusammen war, niemand hat recht. Nochmal. Und wir wussten nicht, sollen die Hörner, die zu früh waren, jetzt verzögern, sollen die Streicher, die ein bisschen hinterher waren, sollen die anziehen. Was sollen wir tun? Es hat sich dann trotzdem immer zu sehr schönen Konzerten entwickelt. Insgesamt ein etwas sachlicherer Stil. Dann kam Marcel. Dann ist wieder ein Ruck durchs Orchester gegangen. Die ersten Konzerte waren total verwackelt. Und dann hat man auf einmal kapiert, das ist ja einer, auf den kann man sich wirklich verlassen. Der schafft es, ohne den Puls zu verändern, zu sagen, Hörner, ihr schleppt, kommt mit. Oder Streicher, ein bisschen Zeit, gibt's den Bläsern ein bisschen. Und er hat das alles organisiert und gezeigt mit super souveräner, super sicherer Hand. Und das, als das Orchester das kapiert hat, da sind wir wirklich präzise geworden. Ich kann mich an ein Konzert erinnern, da gab es einen Streit. Da hat er uns beide, weil wir irgendwas nicht angesprochen hatte oder so, hat er uns im Konzert so. Und dann gab es also einen richtigen Krach. Und dann sagt er, gut, ich habe mich nicht wie ein Gentleman verhalten. Ich werde mich zügeln. Aber dann, Sie wissen ja, dass ich auch leidenschaftlich sein kann. Das geht dann eben auch nicht mehr. Und dann kam das nächste Konzert. Und dann hat er wirklich die erste Brahms und Zarathustra in der Michaelkirche in Hamburg in einem solchen Kästchen dirigiert. Hat nach unten geguckt, hat das ganze Stück dirigiert. Und das Orchester war. Und ich muss sagen, das war mit die schönste Aufführung von der ersten Brahms in meinem ganzen Leben. Marcel hat uns beigebracht, wie man auch mit schwersten Stücken wirklich in kurzer Zeit fertig werden. Und das Tolle ist, was er da gemacht hat, dass eben dann sein Nachfolger, Maris Jansons, wirklich ein Orchester vorfand, das ihm auch sofort ans Herz gewachsen war und auch gemerkt hat, was da für Möglichkeiten drin sind. Und was den Jansons auszeichnet, ist, er liebt die Musik und er liebt die Musiker, die diese Musik zum Klingen bringen. Er leitet immer alles, was das Publikum an ihn bringt, leitet er immer sofort ins Orchester weiter. Letztendlich ist es das, dass man, vielleicht auch wenn man sich im Moment gerade nicht versteht, aber auf der Bühne zum Ausdruck bringt, wir verstehen uns trotzdem, musikalisch. Eine wichtige Sache ist eigentlich das, dass man, wenn einer ein schönes Solo gespielt hat und das auch wirklich ihm gelungen ist, dass man dem anderen sofort irgendwie signalisiert, hey, das war gut. Das Scharren oder, was weiß ich, hier auf dem Knie rumtappen und sowas, das lasse ich lieber sein. Ich finde es viel schöner, dass man dann hinterher nach dem Konzert einfach sagt, du, hör mal her, hast du super gemacht. Ja.